An sich muss ich anerkennend sagen, dass es offensichtlich den gegenwärtigen Granden der Volkspartei gelungen ist, relativ rasch zu Entscheidungen zu kommen. Das Gesetz des Handelns hier in die Hand zu nehmen, ist ganz wichtig, weil es natürlich der Opposition quasi keine Chancen gibt, da irgendwelche Figuren noch zu geben, sondern bestenfalls sie zu Kommentatoren zu machen, was sie sicher auch reichlich tun werden. Ich hoffe, dass die Personalauswahl gut ist. Ein bisschen kritisch darf ich bemerken, dass das natürlich so ausschaut, als wäre es eine Rückkehr zur alten Situation, nämlich dass einige Bundesländer entscheiden, wo es lang geht. Ich hoffe, dass die Auswahl entsprechend ist und man ein offeneres System zustande bringt, als die gegenwärtige Auswahl signalisiert. Ich glaube, dass die Entscheidung für den Finanzminister eine gute ist, auch in Richtung auf Westösterreich schaut das nicht schlecht aus, denn das wird natürlich in Zukunft und in der gegebenen Situation eine Schlüsselrolle sein. Aber was man dringend allen empfehlen kann in der Regierung selber, ist nicht lange zu überlegen und sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern dafür zu sorgen, mit der Erfüllung des Regierungsprogramms plus mit einer Reihe von neuen Punkten hier in Erscheinung zu treten. Unter neue Punkte verstehe ich Aktivitäten in Richtung, wo sind die Arbeitsplätze der Zukunft und wie werden die Leute dafür ausgebildet. Hier sollte man sehr auf das Bildungswesen hier schauen. Und das Zweite ist, aus der Corona-Krise lernen, wie man die Corona-Krise, wie man die Verwaltung umbauen muss, dass sie effizienter ist. In der Verwaltung haben sich Schwächen gezeigt. Das wurde der Regierung immer umgehängt, aber die allein ist es nicht. Aber eine Verwaltungsreform ist eine dringende Angelegenheit. Das ist ein Modewort in jeder Regierungserklärung bisher gewesen, ist aber nie passiert. Soweit ein erster Kommentar. Lieber Herr Buzek, wie sehen Sie denn Karl Nehammer als Kanzler? Kann der das? Wird der sozusagen eine neue Ära auch für die ÖVP einleiten? Also Karl Nehammer traue ich zu, dass er die innere Disziplin der Regierungsmannschaft und des Parlamentsclubs zustande bringt. Wie stark er gegenüber den Ländern ist, werden wir sehen. Dass nicht auf der Seite der Länder nicht alles wunderbar ist, haben wir also durch die Verhaltensweisen rund um die entsprechenden Krisen bei Corona hier erlebt. Das hat nicht besonders gut ausgeschaut und da wird er einiges zu tun haben. Die nicht hilfreiche Selbstständigkeit der Länder in Grenzen zu halten. Das, was Karl Nehammer noch entwickeln muss, ist vielleicht ein bisschen mehr Charme, weil allein mit der Disziplin eines alten Militärs allein gewinnt man keine Wähler. Also die Frage, wie komme ich zu den Wählern, die ich brauche, um wieder in die Position zu kommen, die die Volkspartei einmal hatte, das wird eine ganz dringende Aufgabe sein und sollte bald angegangen werden. Denn mit Sicherheit wird der Ruf nach Neuwahlen auf der Seite der Oppositionsparteien in der Zukunft eher stärker als schwächer werden. Glauben Sie, wird es diese Neuwahlen geben, Herr Buzek, oder glauben Sie, dass die ÖVP jetzt so stark gefestigt ist, dass sie diese Legislaturperiode mit den Grünen durchführen wird? Die Grünen sind irgendwo mit einem Realitätsverlust verbunden. Es schaut nicht so aus, dass die Grünen irrsinnig stark wären und so viele Alternativen gibt es in Wirklichkeit auch nicht. Ich würde sagen, dass die Vorgangsweise der Frau Ministerin Gewessler die Koalitionsfähigkeit der Grünen sozusagen rundum nicht gerade verstärkt hat. Aber das ist eine andere Sache, die auch die jetzige Regierung noch sehr beschäftigen wird. Und abschließend gefragt, lieber Herr Buzek, wie sehen Sie denn diese Zäsur? War es richtig, dass Sebastian Kurz sozusagen hingeworfen hat, dass er aus allen Ämtern zurückgetreten ist? Oder ist das für die ÖVP jetzt doch eine schwere Belastungsprobe? Naja, da bleibt sicher was zurück. Wobei man allerdings sagen muss, dass natürlich auch die Situation rund um Kurz nicht so war, dass es zukunftsträchtig für die Volkspartei war. Ist eigentlich tragisch, dass eine
Partei wie die Ihre, und da weiß ich, sind Sie immer mit ganz viel Herzblut dabei, von einem solchen Höhenflug, wie sie ihn 2017 und 2019 gehabt hat, plötzlich wieder in so eine Krise stürzt, oder? Ich kann nur sagen, da kann die gesamte Politik davon lernen. Man soll also sozusagen die Jubelstellungen da nicht so stark ausüben. Es gibt den alten Spruch, nach dem Hosianna kommt sehr bald das Kruzifige. Das Kruzifige hat jetzt die Volkspartei erwischt. Und das ist natürlich eine Ermunterung, sich anzustrengen, aus dem wieder herauszukommen. Ich würde aber sagen, die Volkspartei ist gut beraten, nicht die Schuld bei anderen zu suchen, sondern das war intern selber verursacht. Und vielleicht alle jene, die jetzt glauben, sie haben es immer schon gewusst, sollen da den Mund halten, weil sie haben sich ja bislang nicht geäußert. Und jetzt ist es eine Chance, dass es einen kooperativen Weg gibt, der hier eine Zukunft für die Volkspartei führt.